Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command War Noob, Mehrspieler gegen Dudeman. Die Briten machen Stress. Zumindest ist die britische Flotte in Teilen ganz schön angeschlagen. Also sobald man etwas Luft hat von Barbarossa und den ganzen Vorbereitungen, halt da doch nochmal stärker auf U-Boote gehen und die ganzen Schiffe, die uns jagen, nochmal alle hochzuziehen, dürfte ein Vermögen kosten. Na gut, der rumänische Panzer. Aber noch keine U-Boot-Jagd. Fühlt man sich doch gar nicht ernst genommen. Aber gut, die Aktivposten. Wobei, so aktiv ist das hier drüben gerade nicht. Wenn man ehrlich ist. Jetzt wird der Aufklärer doch irgendwo ran, wo es Versorgung gibt. Ich meine, wir könnten ja das Korps ranschieben, den wird es aber da schnell ungünstig ergehen. Vorsichtig gucken. Ja. Dann haben wir den Panzer 92%. Wenn man den am Ende der Runde durchkriegt, überlegen Barbarossa einen nach hinten zu schieben, was jetzt eigentlich im nächsten Zug losgehen sollte. Wir werden nochmal sehen. Formation hier. Oder sollte man sich gleich weiter nach hinten zurückziehen? Weil wenn die Briten kommen, wird es heftig und unangenehm. Du hast hier eine Verschanzung von 2, aber ich will trotzdem mal gucken. Da ist wahrscheinlich eine Armee drin, oder? Da einstellen. Wenn du von hier deine 8 ausgibst, das sollte eigentlich, aber das sollte eigentlich auch passen. Bist du hier zumindest eine Versorgung von 6? Leer zu lassen. 2, 3, 4, 5, 6. Ich meine, der Panzer käme hin. Aber wir haben ja auch einfach nicht so viele Einheiten, um viel zu machen. Aber sobald er dann angreift, erstmal dasteht, dann hat man auch wieder ein Problem. Durch die Formation insgesamt, ja, man hat an allen Ecken Probleme. Aber wenn er da jetzt wirklich reinfährt, dann geben die anderen, na gut, nur in der Gewaltfahrt hinterher. Wenn unser Panzer noch austeilen, hoffe ich, denke ich, glaube ich. Du hast keine Kontrollzone, nee, also nur eine schwache. Ist nicht schön. Wir pfeifen noch die italienische Garnison von da oben ran. Die kann auf Dauer in den Ort rein. Bin schon so sicher, dass hier keiner ist, den ich mal vorher gescoutet habe. So, dann hättet ihr jetzt zusammen eine Kontrollzone auf den Ort und nächstes Mal kannst du da reinhüpfen. Hält hier alles weiter frei. Könnte natürlich sein, dass er jetzt spaßeshalber von der anderen Seite kommt. Aber hier vor Norwegen sind so viele Schiffe und bei den U-Booten so viele, dass ich gerade nicht davon ausgehe. So, wo haben wir noch was Aktives? Ja, die U-Boote müssen jetzt, ja, die werden sinken. Ja, zumindest ziemlich sicher.
Außer man findet hier doch ein paar durch. Aber die stehen hier alle. An jeder Ecke einer. Hier ist auch, also die stehen hier kreuz und quer, man kann kaum einen geraden Pfad fahren. Und dann fahren wir einfach mal ein bisschen kreuz und quer. Okay, hier. Aber ich glaube auch nicht, dass der es schafft. Zugegeben, für den Moment hat er dann die U-Boote, aber wir kriegen ja noch neue. Ich möchte noch einige zukaufen. So, was müssen wir dann tun? Die Flotte ranbringen, wenn die sowjetischen Schiffe irgendwas anstellen wollen. Wenn die britischen Schiffe da draußen, hätte man jetzt eh nicht viel Chancen. Naja, gut, und ihr müsst eigentlich in der Werft bleiben. Das wäre das. Die kann man sich teilweise noch leihen, holen. Dann, wenn es nächstes Mal losgehen soll, jetzt die Platzierung. Ah, das wird eine Menge Kleinkram. Ja, schon offen zu. Also, der Panzer sollte hier noch rauf. Geht dahin, wo die Armee steht. Dahin, wo das Korps steht. Kriegt das Korps aber keine Waffen mehr, im Zweifel. Und da fangen dann schon die Fragen an, wie man noch was gibt. Also du kriegst deine Ausrüstung. Und du fährst auch da schon mal vorsichtig näher heran. Frage, ob man die beiden noch durchtauscht, damit die Armeen auch ankommen, aber dann die mobilen Einheiten noch hinterher setzen können. Ob man sonst die Waffen vom Chor lässt und ja, dann auch noch irgendwo mitläuft. Dann bekommt ja den Panzer. Und dann, ihr lauft da zwar nur durch, aller Wahrscheinlichkeit nach, aber wenigstens 5 Gesundheitspunkte solltet ihr schon haben. So, du solltest auch noch die Waffen kriegen. Ihr sollt ja hier auf alles einprügeln, was da erscheint. Mobilität für dich, ja. Schwierig, und man muss dann noch bei den Unterstellungen gucken, dass am besten nächstes Mal drin ist. Ich bitte auch mal wenigstens auf 5 Gesundheitspunkte. Sie und ihre Waffen, das wäre auch nicht verkehrt. Und noch ein Bomber, wie sieht es hier unten aus? Da haben wir auch noch ein bisschen was. Machen könnte. Du solltest dein Sternchen kriegen, damit wenigstens einer das hat. Hätten wir auch noch potenzielle Mobilität zu vergeben. Ein paar Nachrücker. So, du musst da noch hin und zu Fuß. Die haben eine ordentliche Kommandoreichweite, aber zu Fuß wird das echt schwierig werden. 65 Punkte. Überlegen. Also müssen das hier schnell kaputt schlagen. Das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Hauptangriffsrichtung hier auf. Panzer dahin schieben. Da übrigens die nach Luftabwehr 2 auch schon.
Hey, das wird ja lustig. Er hatte dank Litauen und so etwas mehr Geld, aber was ist denn das? Er hat doch hier drüben erst angefangen, das zu forschen. Da nochmal einen draufgesetzt. Irgendwie so, dass die Infanteriewaffen natürlich schon fertig sind, irgendwie. Die Forschung schon wieder. Wir haben den Panzer 3 bald. Aber die Briten fahren ja auch schon mit Panzer 2 rum. Bin nicht zufrieden, wie das alles schon wieder läuft. Das Hauptziel muss es eigentlich hier sein, die Eisenbahn platt zu machen. Doch er von hier drüben agierst. Mit dem zusammen, ihr euch da durchfühlt und dann mal sehen. Möchte man da natürlich noch irgendeinen und dann würde ich mir vielleicht doch mal von hier hinten noch wen ausleihen, der sich da tapfer hinstellt. So, ja, ich weiß, ich springe ein bisschen hin und her. Okay, was sind noch die wichtigen Sachen? Dass der nach vorne kommt und das andere Akku da drüben noch nach vorne. Könntest du den Platz vom italienischen Panzer einnehmen? Die müssen sich falsche Megasprung bereit machen. Flugzeuge müssen aufklären. Armeen, die Upgrades, das wäre auch jetzt eigentlich ganz nett. Da reinrennen. Wenn du hier sprungbereit machst. Oder vielleicht einen Ticken weiter von hier und da. Nicht die besten Werte, der sprungbereit. Würde der Panzer wohl erstmal einen nach hinten fahren, um den deutschen Panzer vorzulassen? Überlegen, dem noch die Mobilität zu geben. Der hier auch ja Vollgas geben könnt. Und natürlich noch den rumänischen Panzer. Jetzt wird es eng da oben. Wir könnten das rumänische Akku ein bisschen mehr zur Seite schieben, hier in die Richtung der Truppen. Könnte der noch dahin? Richten wir hier rein und hoffen das Beste. Das ist ein Zug 1, hat er sicherlich irgendwie mit einer Kontrollzone noch reingelegt, könnte deswegen manchmal schwierig werden. Jetzt steht da vorne ja schon einer drin. Das ist nach vorne, da müsste im Zweifel die Armee noch nach hinten oder hier ein bisschen anders bauen. Aber wirft auch einen anderen falschen Mega nicht zum Beispiel hier reinbringt. Und du hältst dich erstmal nur bereit. So, du kommst. Na ja gut, dann könntest du dahin. Du kommst noch ganz nach vorne. Dann würde ich gerne noch Erdkampf 2 geben, wenn die alle schon Luftabwehr 2 haben. Das ist ja umso wichtiger und gerade dann kann er auch erst entschanzen. Italienische Jäger. Müssen wir bei den Italienern noch was machen oder können wir den Jäger hochziehen? Mein ihr steht da alle rum. Ah, wir müssen den anderen mittleren Bomber noch upgraden. Aber dann den Jäger noch heilen. Und im Anschluss das Beste hoffen.
Du müsstest doch eine wahnsinnige Reichweite von 16 haben. Ja, 6, 8, 10, 12. Ja, du kämst im Zweifel an diese Orte ran. Wenn man da die Eisenbahn abschießen will und verhindern will, dass Einheiten hier vielleicht hinten irgendwie rausfliehen. Gut, 5. Naja, gut, der italienische Panzer zählt nur so halb. Die auch dahin fahren. Weil vom Aspekt her, dass der natürlich viel fahren muss. Ja, dahin. So, könnten wir dem theoretisch noch die Waffen geben. Und wir brauchen das andere deutsche HQ. Der jetzt gerade nicht dahin kommt. Wir packen den dahin. Oder hier hin und dann läufst du hinterher. Ich meine, du hast Kommandoreichweite. Das ist das Wichtigere erstmal. Oder hier unten. Wegen dem noch Mobilität zu geben, damit er mit den Panzern etwas mithalten kann, aber die Finanzmittel werden langsam eng. Also außerhalb von da müssen wir eigentlich, glaube ich, nichts machen. Also außerhalb von der Ostfront so im Allgemeinen. Ihr habt auch eure Waffen, ihr haut da alle irgendwie drauf. So, hier drüben. Brauchst du noch mindestens Waffen 1? Kriegst aus finanziellen Gründen erstmal nur Stufe 1. So, du musst, naja, den noch in Kommandoreichweite haben nachher. Aber du hast Kommandoreichweite. Du solltest auch lieber vorrücken. Also wie unser italienischer Fadi. Frage ist, wenn wir ihn noch näher ranrücken lassen, könnte er natürlich noch ein Feld weiter springen. Aber dann würde ihn hier ja auch sehen. Vielleicht erwartet er nicht, dass hier ein italienischer Fadi rumsteht. Er hat Langstrecke 1. Du könntest also 7 Felder springen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 2, 4, 6, 7 und ein Laufen. 4, 2, 4, 6, im Zweifel hinter Minsk landen. Damit helfen die Bahn wegzumachen. Oder da oben hin. 2, 4, 6. Ja gut, auch da oben hin. Also du bleibst mal hier. Und springst in die Richtung, wo wir dich brauchen. Ja, dann der Kavallerist soll hier schnell eindringen. Der andere soll damit helfen einzudringen. Der Panzer kann, denke ich, noch nach vorne. Der Zug kann da auch in die Richtung mit agieren. Das Akku muss näher ran. Da auch schon mal dann besser mitlaufen kann. Hättest du die. Ah, okay, du hättest die Armee jetzt exakt nicht drin. Vielleicht doch nochmal da. Dass der dann mithauen kann. Gut, was würde denn für dich die Mobilität hier unten kosten? Ah, 75. Das ist hart, da. Lieber hier zwei Mob, also den Panzer. Vielleicht kann der Panzer auch dahin, das Go ist da ja nicht ganz so wichtig. Den Panzer nach vorne tauschen. Über dem und noch wem anders die Mobilität geben. Oder den Chor hier noch Waffen oder solche Geschichten. Nochmal 50 Punkte. Was kosten eure Waffen? 15. Ansonsten die Bomber haben alle wenigstens Stufe 1.
ich das sehe, meistens auch Stufe 2. Total hart von der sowjetischen Forschung, wenn die wieder alles fertig haben, was sie brauchen. Ja, es ärgert mich ein bisschen. Es ist nämlich so, dass letztes Mal, als ich die Sowjets gespielt habe, hatte ich auch die Waffen in der Nähe von Barbarossa, aber halt erst knapp nachdem es angefangen hatte. Und in den letzten, ich glaube sogar drei Runden, wo ich die Achse war, zweimal jetzt gegen Dudeman und dann noch eine Runde, da hatten die die halt immer schon rechtzeitig fertig vor Barbarossa und konnten die schon austeilen. Ja, das finde ich einfach ein bisschen lästig. Gut, zur Not, wenn es eng wird, sind hier noch vereinzelte Verbände, die man sich irgendwie ranholen kann. Dem noch die Mobilität verpassen. Aber vielleicht eher dem, falls man da lang muss. Was nicht so recht klappt. So, man könnte natürlich hier auch noch. Ja, gut, wenn man den Fadi beschützen muss, dass der Jäger wenigstens etwas stärker ist. Ach ja, das wird lustig. So, Geld ist ausgegeben, jetzt muss es so stehen und funktionieren. Immerhin, dank Litauen muss man jetzt nicht im Umkreis von Warschau groß Einheiten ziehen. Das ist auch eine ganz nette Sache, weil die ja alle schon hier drüben stehen. Die stehen bereit, die stehen bereit. Also der grobe Plan ist es, den Finnen Leningrad erstmal zu lassen, weil die eh schon gut ranstehen. Genau. Demnächst entspannt sich die Lage ja jetzt wirtschaftlich, weil man nicht mehr die Barbarossa-Einheiten so hochziehen muss, wie es geht. Da hätten wir zum Beispiel Geld für eine Artillerie. Damit ballern die sich vielleicht da durch. Also mit dieser Gruppe möchte ich nach Norden gar nicht viel machen. Sozusagen nur, was man machen muss. Nämlich die sowjetischen Starteinheiten hier wegräumen, vielleicht Riga erobern. Aber dann nur ganz langsam weiter. Die sollen hier eigentlich einen Zug nach Osten entwickeln, Richtung Moskau. Ja, und das Gute ist ja, wir können je nachdem, was hier so rumsteht, auch wo das große Städte sind, das sieht, eigentlich müsstest du schon näher ran. Aber wenn du die Armee da nicht hast, naja, also die liefern ja gut Versorgung und dann könnten wir jetzt zur Not auch ein bisschen querfeld einlaufen, ohne einen Ort zu erobern, solange es nicht zu heftige Flankenangriffe gibt. Und darüber, die sollen hier einfach nur reinlaufen. Die sollen auch nur die gegnerischen Starttruppen hier unten zerlegen. Könnten dann eigentlich woanders hin. Ja, und ihr sollt hier Gas geben. Das Wichtige ist, weil hier ja andere schon auf Moskau ziehen, müsst ihr gar nicht zu weit nach Norden, sondern euch darauf konzentrieren, nach Osten oder nach Süden vielleicht schon ein bisschen Richtung Öl zu gehen. Je nachdem, was sich da drüben so anbietet. Und dann einfach zu hoffen, dass es klappt. Die Schiffe stehen, die stehen. Afrika muss einfach hoffen, dass sie überleben. Die U-Boote werden wohl versenkt werden. Aber da können wir auch in die Offensive gehen. Ich hatte immer noch keine U-Boot-Jagd. Und wenn wir dann mit noch besseren U-Booten und vielen davon ihm Stress machen, das könnte ja lustig werden. Könnten auch den Marinebomber dann zurückkaufen und an die französische Küste setzen, dass man da sicherer steht. Aber ja, eins nach dem anderen. Also die Kohle ist weg. Das Einzigste, wo ich jetzt noch nächstes Mal nicht angreifen würde, wäre, wenn wir den Panzer 3 kriegen und da Schlamm ist. Aber das müssten wir sehen. Ich kann sich noch 3 Stunden angucken, glaube ich. Mordedden am Rande so von Moskau aus. Also Smolensk hat mir gesehen, Moskau. Oben bei Leningrad. Hier unten tatsächlich gar nicht so richtig. Na gut, komm, wir beenden den Zug und hoffen, dass es alles wird. Neue Einheit, der rumänische Panzer ist auch platziert.
Ah ja, genau. Wir können auch Kroatien gründen, stimmt. Kriegen wir noch eine Garnison? Auf Dauer ein klein bisschen mehr Geld. Ist jetzt aber ärgerlich, wenn dadurch ein Partisane doch noch von hier erscheint, weil der da stand, weggeschubst wurde. Ja, gut, Aufteilung Jugoslawiens ist ja gleich wieder weg. Das Afrika-Korps ist bald weg. Dann haben wir auch wieder Geld. Und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.